Ich bin der Gianmarco Kunfermann, bin im vierten Lehrjahr als Geomatiker und mache meine Lehre bei der HMQ AG. Am Beruf freut mich vor allem, dass ich viel draußen bin, auf dem Feld und nachher die Daten, die wir draußen aufnehmen, im Büro weiterverarbeiten kann. Ein gutes Beispiel für die Aufnahmen auf dem Feld ist zum Beispiel ein Leitungskataster, den man aufnehmen kann, während dem Bau von einem neuen Gebäude oder von einer neuen Straße. Die Daten kann man nachher im Büro weiterverarbeiten und werden in unser System eingearbeitet, dass man nachher Pläne mit den Werkleitungen hat. Auf dem Feld geht es vor allem darum, dass man von den benötigten Punkten, sind das jetzt Werkleitungen, Geländeaufnahmen oder sonstige Daten, die man braucht, dass man draussen die Koordinaten und die Höhen geht bestimmen. Zur Lehre lässt sich noch sagen, dass sie 4 Jahre geht und dass man pro Jahr 10 Wochen Schule hat in Zürich unten, am Stück. Und zudem hat man noch 3 UKAS, wo man Theorie in Praxis umsetzt. Ab 2021 bildet die HMQ AG auch Zeichner Ingenieurbau aus. Und da der Beruf vor allem auf den Daten des Geomatikers aufbaut, durfte ich auch schon an diesem Projekt mithelfen und habe so einen spannenden Einblick in den Beruf gekriegt. Hauptfachgebiete sind vor allem Hoch- und Tiefbau und wir bei HMQ AG in Thusis sind vor allem im Tiefbau tätig. Auch als Zeichner ist man zwischendurch draussen und kann so Projekte, die man drinnen geplant hat, auch draussen begleiten. Auch diese Lehre geht 4 Jahre, allerdings hat man bei dieser Lehre in Chur in der Gewerbeschule und in Zürich unten und man hat im ersten Lehrjahr 2 Tage pro Woche und in den anderen 1 Tag pro Woche Schule. Zudem hat man noch 4 UKAS über die 4 Jahre verteilt. Beide Berufe in der Baubranche tätig sind, sind die Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehre sehr gut und vielfältig. Falls ihr euch für einen Beruf interessiert, kommt doch gerne vorbei und eine Schnupperlehre machen.